Modesünden, wer hat sie nicht begangen? Heute spreche ich über die Dinge, die man liebend gerne schon ein bisschen früher gewusst hätte. Wenn man sich alte Fotos oder Videos anschaut, ja, da schlägt man manchmal die Hände über den Kopf zusammen und denkt, alter Schwede, was habe ich denn da angehabt? Warum hat mir denn niemand gesagt, dass das total beschissen aussah, was ich damals anhatte? Es gibt wirklich super viele Dinge, die man liebend gerne einfach ein bisschen früher gewusst hätte. Und erst als ich mich mit dem Thema Mode so ein bisschen mehr beschäftigt habe, da ist mir auch aufgefallen, wie viele Dinge ich für cool und stylisch gehalten habe, die aber alles andere als cool und stylisch sind. Erstens Print-T-Shirts. Wer hat sie nicht getragen? Ja, gerade als wir noch etwas jünger waren, Teenager waren, haben wir alle möglichen T-Shirts mit einem dicken Print drauf gehabt oder irgendwelche T-Shirts mit einem Spruch vorne drauf. Ja, Leute, diese T-Shirts sind tatsächlich alles andere als stylisch. Und man muss da gar keine Angst haben. Mit einfachen, clean, schlichten T-Shirts in verschiedenen Farben ist man immer auf der sicheren Seite und auch immer gut angezogen. Schlicht heißt nämlich nicht unbedingt langweilig. Es gibt ja auch sehr schlichte und cleane T-Shirts, die vielleicht eine besondere Naht haben oder die vielleicht noch eine kleine Tasche irgendwo drauf haben, die einfach so kleine Details haben, die das T-Shirt natürlich insgesamt wieder interessanter machen. Gibt natürlich auch Ausnahmen, keine Frage, wenn du zum Beispiel auf das Konzert deiner Lieblingsband gehst und auf jeden Fall das T-Shirt von deiner Band anhaben möchtest oder vielleicht ein altes Vintage-Teil noch im Kleiderschrank hast, wo das Print einfach mit dazugehört, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Meine persönlichen Lieblingsshirts sind weiße und schwarze Rundhals-T-Shirts, ein bisschen schmaler geschnitten, in verschiedenen Farben und hier und da ist dann vielleicht auch nochmal so ein Oversize-T-Shirt mit dabei. Wie viele Männer haben das nicht auf dem Schirm? Leute, sehr, sehr viele Männer. Und ich muss zugeben, ich hatte das bis vor langer Zeit auch nicht auf dem Schirm, und zwar der gute Schneider. Ein Besuch beim Schneider ist so unfassbar wichtig, gerade dann, wenn dir irgendein Teil nicht zu 100% passt oder wenn du vielleicht auch irgendein Teil gekauft hast, was dir vielleicht auch nie richtig gepasst hat, was vielleicht immer vielleicht ein Stückchen zu groß war, dann musst du einfach zum Schneider gehen und dir das Teil anpassen lassen. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man ein Teil von der Stange kauft und es nicht zu 100% passt, denn wir Menschen sind ja logischerweise alle unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel ein kleiner Mann bist, ja, und dir eine Hose am Bund perfekt passt, aber die einfach zu lang ist, ja, dann geh zum Schneider, lass die Hose kürzen und fertig ist die Kirsche. Man erzielt nämlich mit dem Besuch beim Schneider ein für sich zu 100% individuelles und perfektes Ergebnis. Und wenn die Kleidung dann zu 100% auch passt, ja, dann fühlst du dich natürlich auch logischerweise viel besser in der Kleidung. Und ich meine, das ist natürlich auch am Ende des Tages das Wichtige. Wenn du übrigens noch mehr Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann lad dir einfach mal den Men's Style Guide runter auf dein Handy, ganz einfach runtergeladen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling. Und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Mehr Accessoires heißt nicht gleich mehr Style. Es gibt ja Leute, die unfassbar viele Accessoires tragen, ja. Am besten die ganze Hand voller Ringe, die andere auch noch voller Ringe, dann noch eine dicke Uhr um, noch ein Armband am Handgelenk, eine Kette um, Sonnenbrille auf. Leute, nochmal, mehr Accessoires heißt nicht gleich mehr Style. Weniger ist an dieser Stelle mehr. Achte lieber mehr auf die Qualität als auf die Quantität. Wir Männer tragen ja gewöhnlich eher weniger Accessoires. Und deshalb, wie gesagt, eher auf die Qualität achten. Aber wenn du ein Mann bist, der unbedingt immer ganz viele Accessoires an sich tragen möchte, ein Tipp: Bevor du rausgehst aus der Haustür, einfach ein Teil ablegen, dann bist du schon ein bisschen besser bedient. Viertens, du brauchst nicht alles in allen Farben. Heißt so viel, wenn du ein Teil gefunden hast, was du mega gut findest, ja, was dir wirklich auch vom Fit her perfekt passt, was wie eine zweite Haut sitzt, wo du sagst, das ist das Mega-Teil, dann kauf das natürlich, ja, aber kauf es einfach mal erst in einer Farbe. Früher war ich zum Beispiel so, ich habe ein Teil gesehen, das hat mir perfekt gepasst, da habe ich gesagt, Bombe, ja, das hole ich mir jetzt in der Farbe und in der Farbe. Nein, Leute, macht das nicht. Denkt auch hier ein bisschen an die Nachhaltigkeit und zwar kauft auch wirklich nur die Dinge, die ihr tatsächlich am Ende des Tages auch anzieht. Ich meine, wenn das ein Teil ist, das ihr auf jeden Fall in zwei Farben haben wollt und es tatsächlich auch in zwei Farben anzieht, dann kauft es euch auch in zwei Farben, ja, aber nicht übertreibt. Ich habe vor einem Jahr ungefähr da auch noch einen kleinen Fehler begangen. Ich habe nämlich eine Bomberjacke gekauft, die hat mir perfekt gepasst. Bombe, da habe ich gedacht, komm, die Jacke nämlich in Blau als auch in Grün und die Grüne habe ich bis dato echt sehr, sehr selten getragen. Du musst nicht alles kunterbunt und durcheinander gemischt tragen. Es reicht häufig nur ein einziges Highlight-Piece, um dein Outfit besonders zu machen. Ein Highlight-Piece ist ein besonderes Kleidungsstück, was zum Beispiel durch eine besondere Qualität auffällt oder durch eine besondere Beschaffenheit oder durch einen besonderen Stil. Und dieses Highlight-Piece kann dann ein ganz einfaches Outfit, ja, wirklich ganz besonders wirken lassen. Und so ein Highlight-Piece trägt man natürlich auch nicht zu jedem Outfit oder zu jedem Look. Sprich, dein Kleiderschrank ist nicht voller Highlight-Pieces, aber wenn hier und da mal ein Highlight-Piece in deinem Kleiderschrank hängt,
dann macht das deinen Kleiderschrank auf jeden Fall interessanter. Deine Kleidung muss auch nicht immer gleich geschnitten sein. Es gibt so viele verschiedene Arten und Styles von Kleidung, da musst du nicht immer den gleichen Schnitt im Kleiderschrank haben. Mit verschiedenen Schnitten kannst du dein Outfit auch so ein bisschen variieren und ein bisschen aufpimpen. Und wenn du dann verschiedene Looks kreierst mit verschiedenen Schnitten, dann sieht das auch tatsächlich sehr interessant aus. Und das Gute dabei ist, wenn du zum Beispiel eine kleine Problemstelle hast, ja, sagen wir mal, du hast jetzt ein kleines Bäuchlein, ja, da kannst du mit einem Oversize-T-Shirt natürlich auch gut mit dem Schnitt vom Oversize dein Bäuchlein so ein bisschen kaschieren. Nicht alle Hosen müssen gleich lang sein. Wer kennt das nicht? Ja, wir Männer sind ja relativ einfach gestrickt manchmal. Wir sagen dann, hey, wir haben eine Hosenbeinlänge gefunden und dementsprechend sind alle Hosen jetzt so lang. Nee. Es gibt ja verschiedene Arten von Hosen und dementsprechend auch verschiedene Hosenbeinlängen für die jeweilige Art der Hose. Wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Hosenbeinlänge, dann klick einfach hier oben hin. Aber eins kann ich hier an dieser Stelle schon sagen, einige Hosen kommen ja auch erst dann zur Geltung, wenn sie ihre richtige Länge haben. Und das ist tatsächlich von Hose zu Hose manchmal ein bisschen unterschiedlich. Zu viel Oversize, ja, ist nicht gleich cool. Es gibt natürlich die Rapper in den Musikvideos, ja, die mega breite Oversize-Klamotten tragen und ja, das ist für ein Musikvideo ja auch ganz cool. Aber für den Alltag, naja, A, muss man natürlich auch nicht jeden Trend mitmachen und B, wenn man Oversize-Kleidungsstücke trägt, dann würde ich euch empfehlen, nicht zu Oversize die Kleidungsstücke zu wählen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich hatte da mal einen Teil, das war, ja, das war tatsächlich zu Oversize. Und meine Empfehlung, wenn du sehr gerne Oversize-Kleidungsstücke trägst, ich empfehle dir pro Outfit ein Oversize-Kleidungsstück auszuwählen, reicht vollkommen aus, wenn du zum Beispiel eine schmal geschnittene Jeans hast mit einem Oversize-T-Shirt. Teilt meine Videos liebend gerne mit allen Männern da draußen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos und mit meinen Fehlern, die ich selber begangen habe, euch da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.